Am Sonntag, den 19. November 2023, fand auf dem Friedhof in der Gemeinde Böhl die zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag des Rhein-Pfalz-Kreises statt. Nach der musikalischen Einleitung begrüßte Verbandsbürgermeister Peter Christ die anwesenden Gäste, darunter auch Landrat Clemens Körner und der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider. Landrat Clemens Körner erinnerte in seiner Rede an die Opfer von Krieg und Gewalt sowie an die Menschen, die ihr Leben für den Frieden geopfert haben. Er betonte die Notwendigkeit von Frieden, Freiheit und die Wahrung der Menschenrechte. In die Zukunft blickend sieht Clemens Körner in vielen Teilen der Erde den Frieden bedroht. In dieser Zeit ist es umso wichtiger, die Botschaft des Volkstrauertages zu verstehen und zu leben. Die Rede ist in einem separaten Podcast abzurufen. Die Gedenkandacht bei der Kranzniederlegung sprach Verbandsbürgermeister Peter Christ. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Musketiere Böhl. Wir gedenken heute den Opfern der Kriege, der vergangenen sowie der aktuellen. Wir gedenken heute allen, die verfolgt wurden durch Kriegshandlungen, die verfolgt wurden aufgrund ihrer politischen, sexuellen Ausrichtung. Wir gedenken auch derer, die heute auf der Flucht sind und vor Krieg sich schützen wollen. Kutan Immobilien, meine Nummer 1, Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien,